zusammen, ihr wisst schon Bescheid, wir machen heute so süße Kartoffel-Zwetschgenknödel, mal was anderes. Ob ihr jetzt Zwetschgen nehmt oder doch lieber Pflaumen oder so, das ist euch überlassen. Was ich jetzt schon mal vorbereitet habe für unseren Teig, sind einfach die Kartoffeln. Und zwar, ich habe jetzt hier drin, also jetzt in dem Zustand, wo sie geschält sind, sind es 250 Gramm. Und zwar mehlige Kartoffeln, einfach mit der Schale normal, also gekocht und danach im Kochen geschält und gestampft. Wichtig ist natürlich gestampft, bloß nicht pürieren, dass es so ein Kleister gibt. Und das habe ich jetzt einfach schon vorbereitet, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich jedem klar, wie das geht. Das braucht man nicht extra jetzt auch noch filmen. Und wie gesagt, das sind jetzt 250 Gramm. Und dann brauchen wir noch eine Prise Salz, ist natürlich keine Werbung. Dann ein Ei. Dann haben wir hier dann noch 75 Gramm Mehl. Und hier haben wir noch so 10 Gramm flüssige Butter. Also okay, das eine hat sich nicht ganz aufgelöst, aber weil wir das Ganze jetzt auch nicht also mit dem Rührgerät verrühren, habe ich die Butter deswegen flüssig gemacht. Und die Sachen geben wir jetzt einfach dazu. Ich gebe jetzt aber erstmal nur die Butter, das Ei und das Salz dazu. Das Mehl gebe ich dann danach rein. Und da ich kein Kochlöffel mehr habe, muss ich jetzt hier dieses Salatteil nehmen, weil das wird auch schon gehen. Und dann geben wir einfach schon das Mehl dazu und verrühren das. So ein kleines bisschen mehr Mehl gebe ich noch dazu. Später brauchen wir eh noch etwas Mehl, weil wir müssen das Ganze auch formen können. Jetzt einfach mal ein bisschen noch dazu. So, den Teig habe ich jetzt zur Seite gestellt. Jetzt geht es weiter zu unserer späteren Panade. Und zwar, da habe ich jetzt hier einmal 15 Gramm Butter und hier 75 Gramm Paniermehl. Und jetzt geht es ab zum Herd. So, die Butter ist jetzt fast geschmolzen. Dann komme ich hier mal mit dem Paniermehl und dann tun wir das etwas anbräunen lassen. Nur natürlich nicht verbrennen lassen. Und wenn es dann so ein bisschen Farbe angenommen hat, dann gleich vom Herd nehmen und erstmal auskühlen lassen und bloß immer umrühren und am Herd bleiben. Das geht nämlich relativ schnell und vor allem, wenn es dann einmal unten Bräune angenommen hat, dann geht es total schnell. Also das waren jetzt irgendwie 3-4 Minuten, wo ich da war. Also die Zeit kann man sich auch nehmen und das nicht aus dem Auge lassen, weil sonst ist es halt schnell verbrannt und das will man ja auch nicht. Jetzt lassen wir das gerade auskühlen und dann geht es schon weiter. Ach Mann, warum geht denn das? Mensch. So, jetzt ja, sind unsere Brösel abgekühlt. Was ich noch sagen wollte, das hatte ich vorhin vergessen, wenn die Kartoffeln, also wenn man die Eier zu den Kartoffeln gibt, dann müssen die Kartoffeln natürlich abgekühlt sein, damit das Ei dann nicht gerinnt. Das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Jetzt haben wir hier unsere Brösel, die sind abgekühlt. Hier drin habe ich jetzt 75 Gramm und so einen halben, dreiviertel Teelöffel Zimt. Das ist wieder so Geschmackssache, wie viel man davon nimmt. Und das geben wir jetzt zu unseren Bröseln und tun das einfach schön miteinander verrühren. Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen und unsere Knödelchen formen. Jetzt geht's an unsere Knödel. Und zwar habe ich mir jetzt hier schon mal die Zwetschgen. Wo habe ich denn das jetzt wieder, was ich brauche, hingelegt? Zwetschgen schon mal entkernt. Habe sie aber so entkernt, dass sie noch an einem Stück sind. Und zwar ich selbst habe vielleicht 2 oder 3 Mal was mit Zwetschgen gemacht. Deswegen wusste ich das gar nicht, dass das ja so einfach geht. Ich muss jetzt mal gucken. Und zwar, ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder so ein Vorführeffekt, dass da, wo das Ganze ja am Baum hing, dass man die einfach so aufbrechen kann. Dann einfach den Kern rausmacht. Weil ich weiß noch, als Kind habe ich mal die Aufgabe gekriegt, das zu machen. Und da war ich so lang, habe das alles mit dem Messer gemacht. Wenn es ein bisschen schwerer gehen soll, kann man sonst auch hier oben nur das kurz einschneiden.
Also mir war das neu, aber ich habe halt wie gesagt auch so selten was damit gemacht. So, das dazu. Jetzt, ich habe hier relativ viel Mehl, aber der Teig ist ja auch sehr, sehr klebrig. Deswegen brauchen wir da auch eine gewisse Menge. Ich muss mich da jetzt selbst rantasten, wie viel wir für einen brauchen, für einen Kloß. So, erstmal bemehlen. Sehen, ob das reicht. Nehmen wir mal hier so eine kleinere Zwetschge. Auch sein, dass ich noch ein bisschen was brauche. Was scheint zu reichen. Jetzt drücke ich es nur schön zu, damit sich hoffentlich alles schließt. Und dann brauchen wir im Hintergrund einfach dann so siedendes Wasser. Und so bereite ich jetzt die anderen auch zu. Dann sehen wir mal, wie viel bei rauskommt. Ich tue mir hier am Rand noch ein bisschen Mehl machen, da wo ich so lang platziere, bis alle gemacht sind. So, da ich mein Herd immer nicht so richtig gescheit mehr einstellen kann, entweder ist es gleich kocht oder es kocht nicht. Deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. Ist alles nicht so einfach mit dem Teig. Ich habe jetzt viel weniger Klöße wie gedacht, aber das hängt natürlich auch davon ab, ja, wie groß die Zwetschgen sind. Ich muss natürlich einfach das Ganze ummanteln. Dann geben wir jetzt nämlich mal einen rein. Ich weiß nicht, ob das so gut war, den so plöpsen zu lassen. Nehmen wir lieber mal einen Löffel dazu. Und dann ist es nämlich so, dass wir dann erstmal warten, bis er wieder an die Oberfläche kommt. Und dann muss er noch ein paar Minuten weiter drinnen bleiben. So, wollte nur mal gucken, dass er da unten nicht klebt. Ich gebe jetzt, glaube ich, erstmal drei rein, dass die auch genug Platz da drin haben. So, meine Lieben, ich habe jetzt das Handy hier. Der erste ist gerade, wie ihr sehen könnt, hochgekommen. Bisschen schwierig, wenn die so unterschiedlich hochkommen. Und jetzt warten wir noch 5 Minuten ab. Und dann kann der erste auch schon raus. Wäre natürlich schöner, wenn die das ungefähr gleichzeitig gemacht hätten. Aber da steckt man halt nicht drin. So, ich hole jetzt den ersten mal raus. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, ist einfach, wenn die ungleich hochkommen, dass man sie nicht verwechselt. Deswegen habe ich da jetzt immer ein Auge drauf gehabt. Jetzt lasse ich es gerade hinter mir ein bisschen abtropfen. Und jetzt kommen wir hier in unsere Panade. Dann lege ich es hier mal zur Seite und beobachte schnell den nächsten Kloß. Und so machen wir das weiter, bis alle durch sind. Jetzt sind wir schon wieder fertig. Und zwar, was ich nur sagen wollte, wo ich die Klöße in das heiße Wasser gegeben habe, habe ich so nach 1 bis 2 Minuten geguckt, ob die auch wirklich nicht unten am Boden haften. Denn dann können sie natürlich nicht von alleine hochkommen. Der eine hat mal gehaftet, der andere nicht. Also das würde ich auf jeden Fall kontrollieren. Ich selbst habe es noch nicht probiert. Und jetzt probieren wir einfach mal. Also ihr seht, jetzt plumpst das andere wahrscheinlich gleich runter. Oder auch nicht, oder auch doch. Boah, richtig lecker. Richtig, richtig lecker. Richtig saftig. Und was ich persönlich auch gut finde, das ist auch so ein Überraschungseffekt. Ich denke, wenn man die Klöße so sieht, denkt man, was steckt da dahinter, wenn man es so für Freunde oder so macht? Und dann kommt die Überraschung und es ist mal was ganz anderes. Also ich kann es euch wärmstens empfehlen. Deswegen sage ich nur, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!